ansprechen, der Musiker, der viele Herzen schon berührt hat mit seiner Musik und der sich auch immer wieder politisch äußert. Jetzt ist er bei einer Demo aufgetaucht und hat sich eben auch wieder geäußert. Und dazu gibt es jetzt Vorwürfe, die ihn in die rechte Ecke stellen. Vanessa Blumhagen, was ist dran? Also das ist alles sehr, sehr komplex, weil da ganz viel aus der Vergangenheit mit den aktuellen Geschehnissen zusammen verwurstet werden. Und man muss das so ein bisschen auseinander dividieren. Der Hintergrund ist, dass er bei einer Demonstration aufgetaucht ist und da gesprochen hat und Sachen gesagt hat. Unter anderem hat er gefragt, hat Deutschland eine Verfassung? Ist Deutschland noch besetzt? Also sein Hintergrund ist, dass er sagt, die Alliierten werden hier nie abgezogen. Tut die NSA gar nichts Verbotenes, sondern darf er das eigentlich sogar, weil die Deutschen es ihr per Gesetz erlauben, weil wir eigentlich gar kein richtiges Land sind, weil wir immer noch besetzt sind. Also das ist ja auch sehr wirr. Der Spiegel oder Spiegel Online hat aus dieser ganzen Sache einen Artikel gemacht, der sehr viele Sachverhalte vermengt, die eigentlich auseinander dividiert gehören und die eigentlich gar nicht viel miteinander haben. Also sie kritisieren ihn scharf für diese Aussage bei dieser Demonstration und nehmen alte Aussagen von ihm wieder hinzu, die er mal im Fernsehen getätigt hat, oder auch Liedtexte. Und da geht es vor allem um einen Song aus dem Jahr 2012, Wo sind, hieß dieses Lied. Das war ein Hidden Track sozusagen, der machen ja manche Künstler nach dem letzten Lied, dann ist ein paar Minuten Stille und dann kommt ein Lied, was man eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit haben will, aber was ganz viel Wichtiges aussagt. Und da hat er Pädophile angegriffen, zu Recht, aber auch eine pädophile Oberschicht, wie er sie nennt, und geht die sehr, sehr scharf an. Und auch in diesem Lied sind ganz viele, naja, so ein bisschen seltsame Verstrickungen. Also er fragt dann, warum haben wir Deutschen keinen Führer mehr? Daher kommt diese Verbindung zu dieser Rechtsradikalität. Und dieses Video wurde eben von rechtsradikalen Gruppen genutzt, um oder dieses Lied, diese Texte wurden benutzt, um eigene Videos damit zu unterlegen. Und da behauptet der Spiegel jetzt, es gäbe eine Nähe zum rechten Lager, was natürlich sehr konstruiert ist. Das ruft bei, nicht nur bei mir, der auch Xavier Naidoo kennt und die Texte normalerweise, also ist ein absolut friedliebender Mensch, ja. Und man kann es sich, also man kann sich nur das ganze Gegenteil vorstellen. Auch unsere Zuschauer bei Facebook sind sehr echauffiert. Estefan schreibt, ich lache mich sowas von weg, arbeiten beim Spiegel nur dumme Menschen oder ist es das, was ich vermute? Ganz, ganz viele schreiben, was soll das? Also als würde dieser Mensch, der den Artikel geschrieben hat, überhaupt nichts von Xavier Naidoo kennen. Wie gefährlich ist das für einen Musiker, wenn sowas behauptet wird? Also noch nie hat er sich rechtsradikal geäußert und bloß weil die früher irgendwann mal dieses Lied benutzt haben für ihre Zwecke, wird sozusagen alles, was er danach tut, in irgendeiner Weise kommentiert. Das ist natürlich extrem image-schädigend, weil gerade bei Xavier Naidoo ist es ja so, dass der nie von allen geliebt wurde. Der war ja immer sehr kontrovers, alles was er gesagt hat. Er hat nie den bequemen Weg gesucht und hat sich auch nie davor gescheut, mal irgendwo anzuecken. Und wenn dann jetzt jemand kommt, wie hier dieser Journalist, wenn man diesen Artikel mal liest, der ist es extrem wirr. Ne? Also da hat sich jemand wahnsinnig verrannt in seiner Meinung und hat Fakten aus der Vergangenheit hergezogen, die mit dem aktuellen Sachverhalt überhaupt nichts zu tun haben. Dann kann das natürlich so jemandem wie Xavier Naidoo, der, wie du schon sagtest, eigentlich einen ganz anderen Weg geht, schon extrem schaden. Hoffen wir mal, dass das jetzt eine einmalige Sache bleibt, dass dieser Text auch ganz schnell gelöscht wird vom Spiegel. Dass ihm das nicht weiter schadet. Aber natürlich ist es auch immer so, dass wenn man solche Sätze wie er jetzt, die auf dieser Demonstration, die er da rausgehauen hat, eigentlich muss man die ein bisschen erklären. Und die Chance hat er nicht oder die hat er nicht genutzt, das wissen wir nicht. Vanessa, vielen Dank. Gerne.